Hallo, willkommen zurück zu Graveyard Keeper. So, muss mich da mal erst ein bisschen orientieren wieder. Kegelförmige Gefäße. Was wollte man damit? Ich glaube, irgendwas bauen, oder? Kegelförmige Gefäße, Arbeitstisch, das heißt, wir brauchen noch einfache Eisenstücke. Eins. Was haben wir hier? Okay. Einfaches Eisenstück, wo kriegen wir das her? Da hängen bleiben. Irgendwie ist das... Okay, das war jetzt... Das war nicht so schlau, dass der gleiche Tisch... Den haben wir eh schon. Mist. Dann hatten wir wahrscheinlich was anderes geplant. Hoppla. Hol das alte Tage. Hol das Tagebuch des alten Wärters aus dem Kirchenkeller. Flugblätter. Hm.
Kann nicht irgendwas mit Flugblätter, können wir die nicht schon? Leeres Papier. Nein, Richter. Wie war das mit diesen Flugblättern? Kann ich den jetzt irgendwie zerstören? Kann ich dort hingehen? Den kaputt machen oder bauen wir nicht? Immerhin ein bisschen was wieder retour. Das. Schaut aber anders aus. Was ist das? Ein Holzbalken, gefertigt an Kreissäge.
Kreissäge können wir noch nicht, okay. Kreissäge. So, gut, was wollen wir denn für die Kreissäge? 10 komplexe Eisenstücke. So, was hätte ich gern? Das braucht auch komplexe Eisenstücke, jetzt sag du mal. Da brauchen wir wieder Brennholz, ne? Gut. Da ist noch irgendwas Interessantes drin. So, also komplexe Eisenstücke. Na, dann gehen wir ein Ründchen schlafen. Raus aus den Federn. Gut. Also machen wir mal da unten den Weg frei, dass wir da besser hin und her laufen können. Und dann da drüben das auch noch frei machen. Mal, was bräuchten wir denn dazu? Einfache Eisenstücke. Ach komm!
Ach. So, einfache Eisenstücke. So. Wertetagebuch. Kann man damit machen? Eimer mit Blut. Nee, das kann. Okay. Keine Ahnung. Da kriegt man auch einfache Eisenstücke. Notfall demolieren wir da einfach das ganze Inventar. Ja, kann man nicht so. Oh ja, den kann man zum Beispiel noch. Müssen wir irgendwas besorgen, ne? Zehn Holzkeile. Dann bräuchten wir da den Umweg auch nicht mehr machen. Holzscheit. Ach Gott, das war irgendwie jetzt so wie das Amen im Gebet, oder? Das war absolut klar.
Wo ist mein Schleifstein? Ich hatte doch einen. Schleifstand werden wir da wieder eine legen. Gut, jetzt ist er dann sicher zu müde für alles. Also ich gehe jetzt wieder mal schlafen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Dann räumen wir da den Weg frei und dann gehen wir noch einmal da in diese Katakomben mal gucken, ob wir da irgendwas Tolles finden. Bis dann. Ciao.